Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich hatte ja mal im letzten Video erwähnt, dass die Bienen ja hier in der Heide auch Wasser brauchen. Und deswegen bin ich heute hier. Ich habe Wasser dabei, ich habe Schwimmutensilien dabei und werde das gleich hinter den Bienenstand aufbauen. Dann nehme ich euch gleich mit zu. Aber erstmal guckt euch mal einmal den Bienenflug an. Der Bienenflug, wir haben es jetzt glaube ich 6:30 oder so. Massiver Bienenflug. Es riecht auch hier an dem Bienenstand herrlich nach Heidehonig. Wir gucken nachher, gucken wir auch einmal rein. Hummel. Der versucht gerade eine Hummel in den Bienenstock zu kommen. Ja. Gehen wir mal eben zum Auto. Dann zeige ich euch, was ich mit habe. Und so, jetzt scheint natürlich die Sonne richtig gut. Fabelhaft. Wir haben es, glaube ich, jetzt gerade aktuell 31 Grad. Und wie gesagt, da ist es halt wichtig, an den Außenständen ein bisschen die Wasserversorgung zu gewährleisten. Ne? Vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass hier irgendwo Wasser in der Nähe ist. Vielleicht in den Morgenstunden, ja, vom Morgentau. Aber das war's, glaube ich, dann auch. Ne? Deswegen haben wir natürlich Wasser mitgebracht. Und ich zeige euch das mal. Ein bisschen Holz. Dann haben wir hier unsere Holzpellets. Die habe ich aufgelöst. Die dienen eigentlich nur dazu da. Die kommen in den großen Bottich hier rein. Damit die halt ein bisschen die Feuchtigkeit speichern. Ne? Damit das nicht gleich alles verdunstet, austrocknet. Und dann haben wir hier noch alte Metalldeckel, die wir nicht mehr verwenden. Ja, die bringe ich jetzt eben einmal nach hinten. Bienentränken erfolgreich aufgestellt. Ich zeige euch das eben einmal. Und zwar habe ich jetzt zwei vor dem Bienenstand hingestellt. Da habe ich einfach diese Holzpellets reingetan und dann einfach ein bisschen Schwimmholz, damit die Bienen drauf landen können. Einmal hier. Denn hier das gleiche Spiel auch nochmal. Da können sie schön Wasser sammeln zum Runterkühlen vom Bienenstock. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite von der Bienenunterkunft, sage ich jetzt mal, auch. So. Hier hinten sieht es keiner. Hier das gleiche Spiel. Ist natürlich jetzt keine Biene dran, weil die müssen ja erstmal das Wasser finden. Aber da mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken. Das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. So, hier ist die Maurerbütt. Na, wie gesagt, auch unten mit den Pellets drin. Ganz viel Holz drin, Wasser drin. So, dass sie nicht absaufen beim Wasser rausholen. Ne? Jo. Ich habe aber eben gerade noch mal was gesehen, was mir gar nicht so gefällt. Da müssen wir gleich mal eben zusammen reingucken in das eine Bienenvolk. Ich zeige euch mal, was ich meine. Gehen wir mal eben kurz dahin. So. Tote Bienen vorm Eingang. Und ganz viele tote Bienen auf dem Boden. Seht ihr das? Ganz viele tote Bienen. Entweder wurde hier geräubert, ganz massiv. Weil hier bei dem Flugloch oder bei dem Kasten ist auch nicht so viel
Flugbetrieb wie bei den anderen. Da gucken wir jetzt eben gleich einmal rein, was da passiert ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Guckt euch das an, Leute. Komplett der ganze Boden voller toter Bienen. Seht ihr das? Scheinbar waren da auch die Wespen schon dran. Oder das Volk wurde vom Wespen attackiert, angegriffen. Ja, das sieht der Imker nicht gerne, ne? Überhaupt nicht. Da müssen wir mal eben reingucken. Das werden wir jetzt auch eben einmal machen. Ja, was dem Volk zugestoßen ist, das kann ich euch ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht sagen. Aber wie gesagt, wir schauen mal rein. Also so viele tote Bienen vor der Beute und es fallen ja immer noch tote Bienen raus. Ja, ich bin mal gespannt. Oha, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Was ist das denn? Oh. Wer hat denn hier Harikiri drin gespielt? Oh, Leute, guckt euch das an. Oh, da blutet einer das Imkerherz. Was ist denn hier passiert? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Fällt mir echt die Worte. Was ist denn hier passiert? Was ist das denn? Guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Oh. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Die armen Bienen. Was ist denn hier passiert? Oh. Da scheint ja richtig irgendjemand oder irgendwas richtig Harikiri drin gespielt zu haben. Oh nee. Komplett alle Bienen. Gucken wir unten rein. Da sieht es auch nicht viel anders aus. Was ist denn hier passiert? Schaut euch das an. Hier scheint ja richtig,
richtig Harikiri gewesen zu sein. Oh. Na, Happy Birthday. Tja, was macht man jetzt? Alle Bienen komplett Matsch. Gibt's. Die paar Bienen, die jetzt da noch drin sind. Tja. Ich glaube, das hat sich erledigt für das Volk. Wie gesagt, schaut euch das an. Da ist ja richtig. Da wurde ja richtig randaliert drin. Auch Mädels. Das ist nicht so schön. Traurige Wendung, meine Lieben. Traurige Wendung. Gucken wir mal hier unten nochmal rein. Bringt zwar nicht viel, aber vielleicht ist sie. Ich glaube zwar nicht, dass die Königin noch da ist, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Na, vielleicht ziehe ich mir gleich mal den Schleier an. Ich glaube, die sind auch nicht so gut gelaunt. Gibt's doch nicht. Tja. Tja, da gibt's nicht zu viel zu sagen, ne? Na, die Königin ist so noch. Die Königin ist noch da. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Hier, Leute. Da ist die Königin. Die hat's überlebt. Ich hoffe, ihr könnt's sehen. Da, wo mein Finger ist. Da. Tja. Puh, das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Gut. Dann. Schauen wir mal weiter. Ja, Mädel, ich weiß. Ja. Ich weiß. Euch gefällt es nicht, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Mir gefällt es gerade auch überhaupt nicht. Aber ich möchte euch nur helfen. Zumindest. Hoffe ich das. Hier ist ja. Ja. Gut, dann. Also die Königin ist auf jeden Fall da. Könnte ich jetzt positiverweise sagen. Was das passiert?
Also ich schneide das auch nicht raus, Leute, ne? Also ihr seht es ja selbst. Irgendwas ist hier passiert, was hier nicht drin hätte passiert sein dürfen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt machen werde. Das Volk kommt so, wie es ist, mit nach Hause. Und dann kriegt es erstmal eine Aufpäppelungskur. Aber so wie jetzt, da ist ja gar nichts mehr. Da muss ja irgendwas richtig Randale gespielt haben. Im Bienenstock, dass das so aussieht. Nix, nix, einfach nix. Schade. Ja, nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, gut. Dann machen wir den ganzen Kram wieder zu. Und dann nehme ich das mit nach Hause wieder, das Volk. Ja, Mädels, es tut mir leid. Gib mal einen kleinen Ticken runter. Ja. Machen wir mal eben den Deckel rauf. Die andere Zarge. Naja. Tja. Das packen wir mal eben wieder rauf. Aber hier, ja, ihr seht's. Was ist hier passiert? Das ist nicht mal eben aus Jux und Dollerei. Da ist irgendwas drin gewesen, was richtig mächtig, deftig Krawall gemacht hat. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Aber bitte sachlich bleiben. Weil das habe ich noch nie gesehen. Ja, gut. Es ist, wie es ist, ne? Oder wie war das? Tja. Trauriges Ergebnis bei dem Volk. Wie gesagt, ne? Es kam mir eben schon spanisch vor, wo ich die ganzen Bienen da vor der Beute gesehen habe. Und aber ich habe es ja jetzt eben bestimmt schon dreimal gesagt. Da ist ja irgendwas drin gewesen, was richtig im Bienenstock rumgewühlt hat. Ne? Ich will mal eben gucken, ob da vorne vielleicht was zu sehen ist. Ja, ich weiß nicht. Also eine Maus kommt auf jeden Fall rein in den Kasten. Ist wahrscheinlich auch mit Bravour wieder rausgekommen, so wie das aussieht. Ja, sich länger drüber ärgern, sage ich jetzt mal, bringt eh nichts. Das habe ich eben schon genug gemacht. Ne? Das Einzige, was jetzt passiert. Ich nehme das Volk jetzt mit nach Hause. Ich werde gucken, ob ich das restliche Volk, was da jetzt noch drin ist, retten kann. Weil die Königin ist noch da. Na, die Königin ist noch da. Dann reduziere ich das, dann enge ich das ein bisschen ein, das Volk. Und dann kriege ich das gleich
wahrscheinlich eine Aufpeppungskur. Ja, da kann ich, wenn ihr wollt, gerne auch nochmal ein extra Video zu machen. Schade, schade. Ja, meine Lieben, anderes Thema. Mal vom Thema abzulenken. Ich habe auf dem Weg oder auf dem Hinweg hier trotzdem was Schönes entdeckt. Und zwar einen Unterstand, so wie der hier, nur mit Lüneburger Stülpern. Das habe ich vorhin aufgenommen. Das setze ich gleich hier hinten am Video hinten ran. Also es ist mega interessant. Das ist eine ganz andere Welt als das hier, die Korbimkerei. Das ist eine ganz andere Welt als so eine Magazinbeute. Ja, meine Lieben, guckt euch den schönen Bienenstand an. Mega faszinierend, einfach interessant. Hier seht ihr nochmal einen typischen Heidestand mit Lüneburger Stülpern. Ich habe tatsächlich einen gefunden, hier auf unserer Heidefläche. Na, ihr seht es selber, einfach herrlich. Das ist die traditionelle Heideimkerei, meine Lieben. Hier stehen 2, 4, 5, 10, 20 Körbe bzw. 20 Lüneburger Stülper. Fleißig am Fliegen, die Bienen. Ich glaube, da sind überall so Dinger reingesteckt. Ich glaube, da wurden sie erstellt. Die Völker. Bei dem einen steht 10.05. drauf, bei den anderen 21.06. Dann steht hier 9.05. 9.05. Ne? Also mega, mega interessant, Leute. Mega, mega interessant. Ich gehe da aber nicht so dicht dran, weil das sind nicht meine Völker. Aber ihr seht es selber. Ne? Einfach interessant, das Ganze. Einfach interessant. Ja, traditionelle Korbimkerei, Leute. Einfach schön. Da kann ich mich mit meiner Magazinbude ganz elegant daneben stellen. Das ist nochmal wieder ein ganz anderes Imkern als in der Magazinbude. Ne? Einfach schön. Mega faszinierend. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall auch nochmal, was wollte ich sagen? Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Projekt, was wir nochmal angehen wollen. So ein Korbvolk, ne? Ja, ihr seht es ja selbst. Eine ganz andere Art zu imkern. Einfach herrlich. Ja, meine Lieben. Das wollte ich euch eben mal zeigen. Das habe ich eben gerade gesehen. Und jo, wunderschön. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch mit dem nicht so schönen Ergebnis von dem einen Bienenvolk. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Like da, kommentiert gerne. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte. Komplette Wabe, komplett zerdeppert, innen drinne, komplett auseinandergefressen. Da kann nur irgendein Tier drinne gewesen sein, was da nicht reingehörte. Ne? Ja, wie gesagt, ich nehme das Volk jetzt mit nach Hause und werde es nochmal versuchen aufzupäppeln, weil es ist ja noch Bienenmasse drin. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, angenehme Nacht, einen angenehmen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis dann, euer Bienenliebe-Team. So, die Bienen sind auch ein bisschen böse drauf. Na, nützt ja nichts. Guti, bis dann, ciao, ciao.